Was hast du vor mit Harry? Also, das ist mein Plan. Erstens, zu ihm fahren. Zweitens, ihn fragen, was zum Teufel los ist. Dazu muss ich ihn natürlich erst finden. Beim dritten Teil kann ich helfen. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Crew. Bei mir, dem Hamsen. Und ihr seht schon, wir sind wieder in New York angekommen. Und werden jetzt also den Harry hier versuchen, zur Rede zu stellen. Wir nehmen dazu einfach BMW. Auch wenn das wahrscheinlich gleich... Nein, nicht die falsche Entscheidung, sondern... scheinbar die richtige ist. Ach Mensch, ich drücke immer das oberste. Das haben wir auch schlau gemacht. Ja, okay. Das ist gut, wenn das so schnell geht. Brauchen nicht lange warten. Naja, dann gucken wir mal. Wir haben ja eigentlich einiges im Fall. Ich habe Harry den Peilsender gefunden und entfernt. Zum Glück habe ich mitgehört, als er die Frau anrief. Er trifft sich mit ihr. Du würdest einen echt guten FBI-Beamten abgeben. Ich wette, das sagst du allen FBI-Betreuern. Fahr zu Harry. Achso, Leute, übrigens, letztes Mal, das mit dem Geruckele sollte eigentlich dieses Mal nicht mehr vorhanden sein. Da hat sich mein schlauer Virenscanner mal einfach mal wieder dazwischen geschmuggelt. Das ist natürlich ganz Premium, besonders wenn man aufnimmt gerade. Und ich lasse das über den Prozessor sozusagen kodieren. Was also so viel heißt wie meine Grafikkarte kann sich ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren. Mein Prozessor hat eigentlich eh immer noch ein bisschen Luft, deswegen macht er das. Ah, nein. Was zu steil angefahren. Oder zu flach, besser gesagt, so dass man einen Pick erwischt hat. Mit dem Zeug. Wie gesagt, driften eigentlich nicht schnell, aber einmal hier so gewollt. Was, hier soll ich lang? Na gut. Harry hier ein Café ist, oder was soll ich gucken? Leute, bleibt mal ruhig. Wie soll ich den Checkpoint denn so schnell schaffen? Er kann gleich weg sein. Das war aber schweineknapp. Alter, und dann ist der nächste genauso knapp, das wird ja immer fieser dann. So. Verdammt nochmal. Na gut, jetzt haben wir aber schon wieder ein bisschen rausgeholt. Da darf man nicht unkonzentriert werden, selbst wenn man ein Auto hat, was hier hunderte Stufen drüber ist eigentlich. Ist echt krass. Ist der BMW doch nicht das beste Auto. Weg. Noch Platz. Bin ich bald da? Ja, er ist kurz vor dir. Na, es wird noch Zeit. Da ist das Ziel. Da haben wir es geschafft. Und wieder eine Stufe hoch. So, da wir gleich hier sind, werden wir gleich mal Autos reparieren fahren. Teil bereits verdient, ja. Toll. Leider. Wir möchten das nicht nochmal machen. Alex, was zum Teufel machst du hier? Ich weiß von den Autos, die du den 510s geklaut hast. Ich weiß auch von der Braut, der du die Kohle gegeben hast. Ich weiß nur nicht, warum. Diese Frau, sie heißt Connie. Sie war Daytons Freundin, bevor er starb. Sie hat einen 5-jährigen Jungen, Ben. Daytons Sohn, dein Neffe. Du Mistkerl, warum hast du das verheimlicht? Wollte ich nicht, aber ich musste es ihr versprechen. Nach der Sache mit Dayton hatte sie Angst. Du hättest es sagen müssen. Ich weiß. Tut mir leid. Also, was war los? Muss ich Harry an den Stuhl fesseln? Das würde ihm gefallen, aber mach dir keine Sorgen wegen Harry.
Er hilft nur einem Freund der Familie. Privatsache. Gefährdet nicht den Einsatz. Hoffentlich hast du recht. Was ist mit Eric? Wir sind nah dran. Noch ein paar Siege und er ist mit den 5-10 Oberen im Rhein. Dann habe ich mein Tattoo. Hm. Also, ne, Harry ist einer doch natürlich von den Guten. Wie war es auch anders zu erwarten? Wir reisen hier hin mal schnell. Mal kurz die Autos heile. Jo, wir haben Probleme. Morgen kommen ein paar V6, um ihr Geld zu holen. Uns fehlen gut 20 Scheine. Relax, Mann, die verdienen wir. Ja, kein Problem. 20.000 an einem Tag. Na gut, das müssen wir uns nicht mehr angucken. Da sind wir schon oft genug eingefahren. So, Reparatur. 1.300. Okay, wie kann ich die anderen Autos reparieren lassen? Kann ich da etwa jetzt in jedes einzelne einsteigen? Das finde ich nicht so toll. Ja. Einmal ist es aber so. Gut, dann gucken wir nochmal, dass wir uns noch irgendwie Vorteile kaufen können. Das Handling verbessern. Das Handling ist sehr gut, das zu verbessern. Von 26 habe ich jetzt schon, ja? Oder verbleibend. Habe ich jetzt noch 14 zum Einsetzen. Ah, ich verstehe es nicht so genau. So, ne? Für Renn- und Checkpoint-Missionen. Ja. Da kann man natürlich Geld sparen. 10 Punkte. Das braucht man nicht. Das müssen wir schon machen, glaube ich. Prozent. Ja gut, das sind nur noch mal 50 Meter. Das ist jetzt auch nicht so toll. Das wäre jetzt noch zu überlegen. Handling. Da sind ja noch 6 Leute, die noch kommen. Also, noch nehme ich auch noch das letzte davon. Dann nehmen wir das. Auch nicht immer zum Hauptquartier. Zwei Vorteilspunkte beim Stufenaufstieg. Jetzt noch 10 Punkte. Prozent, das ist ja lächerlich. Dann nachher 20%, okay, aber nehme ich lieber das. So, 10% ist schon mal ordentlich. Eine Karre, die 1 Million kostet, sind das schon mal 100.000. So, Sammlung. Den BMW hatte ich jetzt eben. Den 350Z. 370Z ist es. Ich glaube, ich habe schon oft das Falsche gesagt. Wenn ich kaufe.
Nee. Ach, wisst ihr was, dann machen wir das halt gleich. Zum doppelten Preis. Draußen mobil. Und das ist gut. So, da sind wir schon auf Coney Island. Wo geht's hier weiter? Da geht's weiter. Alles oder nichts. Diesmal nehmen wir mal die Fahrt durch New York mit. Vielleicht treffen wir ja noch auf irgendwelche schon Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Oder wir können wieder ein bisschen Kohle dadurch machen, dass wir einfach mal so durch Autos durchfahren. Ja, das heißt durch Autos durchfahren oder nah an ihnen entlang fahren. Zahlreiche Meldungen über eine Verkehrsgefährdung. An alle Streifen abbrechen und den Verdächtigen suchen. Ja, dann such mich mal. Ich war gerade direkt neben dir. Der Sound ist auf jeden Fall sehr schön bei dem Spiel. So, versuchen wir nochmal einen Präzisionstest. Ja, hier ist der BMW dafür ganz gut gemacht. Nein, 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 nein. Boah, mit dem letzten Tor Gold gekriegt. Wahrscheinlich Bremsen, die wir schon längst nicht mehr brauchen, aber egal, jetzt haben wir sie. Gripboards. So, da haben wir natürlich unsere Abfahrt bei verpasst. Sollte es auch anders sein. Also wieder rauf auf die Brooklyn Bridge. Nee, doch nicht, wir können davor abbiegen, sehr schön. Parkbank festgehalten. Was denn? Das Empire State Building würde ich mal sagen, soll das da vorne sein. Jetzt habe ich zu sehr auf die Sehenswürdigkeiten hier geachtet. In New York müsste ich eigentlich auch schon die meisten abgegrast haben. Cool, durch den Tunnel bin ich noch gar nicht gefahren. Das ist natürlich schon ganz schön cool, ne? Halt, da raus! Ich schnell wieder auf der Straße. Okay, ich hab's nicht genau, obwohl ich es gar nicht wusste. Und dann heil. Also ich muss über 80 km/h bleiben. So schnell wie möglich Strecke machen jetzt. Oh, das wird eng. Ja, shit. Das möchte ich glaube ich nochmal machen. Auch wenn das nicht hier richtig was bringt, aber einfach aus dem Grunde, dass das irgendwie blöd gelaufen war.
So, jetzt haben wir natürlich nicht den Anfangsbonus der Geschwindigkeit. Dafür wissen wir jetzt, wenn es nicht macht. Na gut, das dürfte auch gegessen sein, das Ding. So, das war mal wieder gar nichts. Natürlich nicht bei dem Start. Und eigentlich ganz schlau hier den Winkel so gering wie möglich halten, damit ich nicht so viel Geschwindigkeit verliere. Das hat dieses Mal besser geklappt. Jetzt hoffe ich mal, es klappt mit dem Verkehr. Ja, wenn es mit dem Verkehr nicht klappt, ist sowieso immer scheiße. Was? Also das ist schon ganz schön hart, dass das noch nicht reicht. Also eigentlich habe ich da nichts falsch gemacht, muss man sagen. Na gut. So ist es hier. Weiter geht's. Richtung stimmt. So, und wir sind auch fast da. Ja Leute, und wie es hier mit dem Harry und dem Sue und den anderen Konsorten weitergeht. Was ist los, verdammt? Sorry, ich bin abgelenkt worden. Abgelenkt? Von mir aus kannst du im Koma liegen, aber komm her! Ja, abgelenkt ist genau das richtige Wort, denn das werde ich immer von den Missionen, die man nebenbei machen kann. Aber wie gesagt, was hier noch so passiert mit dem netten jungen Mann, der uns gerade angerufen hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi!